Moin Moin und willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch. So, nachdem mich am Montag eine fiese Erkältung leider stimmlich komplett außer Gefecht gesetzt hat, ist es heute schon ein bisschen besser mittlerweile wieder und ich habe gedacht, ich mache mal einen Kerbal Modding Mittwoch. Und diesmal habe ich was ganz Spezielles, nämlich was ganz Frisches. Das Mod, das ich euch heute vorstellen möchte, heißt Strategia oder Strategia oder Strategia, wie auch immer ihr es betonen wollt. Und was Strategia macht: Es nimmt einen Teil, der gerne bisher relativ vernachlässigt wird im Kerbal Space Program, nämlich diese Strategien, die ihr hier sonst kennt, und ersetzt sie komplett durch eine andere Art von Strategien. Und zwar wird das unterschieden in die verbliebenen oder die bisherigen vier. Die Jungs solltet ihr auch kennen, mit Finances, Science, Public Relations und Operations, die jetzt aber andere Programme haben, die man fahren kann. Und es sind dazugekommen der Gene Kerman und der Werner von Kerman, die euch bestimmte Weltraum- oder Raumfahrtprogramme anbieten. Und das ist relativ cool, weil es macht, ohne ein einziges Teil dem Spiel hinzuzufügen, ändert es das Spielprinzip doch relativ krass, was ihr mit diesen Strategien erreichen könnt. Ich zeige euch mal ein paar. Und zwar, ich nehme mal als Beispiel das Moon-Programm. Also ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn ihr die Vorgabe habt, dass ihr mindestens einmal mit einer Crew aus dem Orbit von Kerbin zurückgekehrt seid, könnt ihr diese Strategie scharf schalten, während ihr keine andere Crewed or Uncrewed Mission Active, also keine von diesen oder diesen anderen aktiv habt. Das heißt, ihr fokussiert euch dann auf das Mondprogramm. Ihr sagt zum Beispiel, ich mache jetzt mein Apollo-Programm oder K-Apollo. Genau. Und ihr dürft noch kein Flyby mit einer Crew gemacht haben an Mann oder Minmus. So, wenn ihr das jetzt freischaltet, dann bekommt ihr 400% Funds für jeden Milestone Gain in Richtung des Manns. Also alles, was ihr macht, so Fly by the Man, Orbit the Man und so weiter, gibt euch 400%, also das Vierfache an Funds für die Geschichten. Und es gibt euch minus 80% Funds für alle Milestones, die anderer Natur sind. Also zum Beispiel, entschuldigt bitte. Wenn ihr jetzt irgendwie meint, ihr müsst unbedingt nach Duna fliegen währenddessen, dann bekommt ihr dafür 80% weniger, also nur noch einen sehr, sehr kleinen Anteil von dem, was euch eigentlich zustehen würde. Das heißt, ihr fokussiert euch hier mit so einem Raumfahrtprogramm auf eine Geschichte. Das Ganze hat auch Objectives, wie so ein Vertrag. Das heißt, ihr müsst einen Kerbal auf dem Mann landen, um es abzuschließen. Also man kann das hier auch wieder beenden, das Mann-Programm. Und ihr müsst 150.000 Penalty zahlen, wenn ihr das abbrecht, bevor ihr dieses Objective durchgeführt habt. Und ihr müsst auch nochmal 500 Points Reputation Penalty zahlen, wenn ihr es vorher abbrecht. Das heißt, ihr committet euch quasi, wenn ihr das hier annimmt als Strategie darauf, einen Kerbal, das ist euer Ziel dann, auf dem Mann zu landen und bekommt dafür extreme Bonis. Das Ganze zieht sich hier natürlich so weiter durch. Also ich klicke jetzt nicht alles einzeln an, aber es geht im Prinzip so weiter. Es ist immer das Ziel, einen Kerbal wo zu landen. Und natürlich werden die Voraussetzungen mit jedem Himmelskörper, über den ihr hier geht, immer höher. Mann und Minmus sind relativ einfach am Anfang zu haben. Ihr müsst halt einmal im Orbit gewesen sein. Sobald man irgendwo in Richtung Moho und weitergeht, seht ihr schon, braucht ihr noch 200 Reputation Points, die ihr schon gesammelt habt. Und müsst schon mal Mann oder Minmus erreicht haben. Und so geht das hier eben weiter. Werner von Kerman bietet das Ganze mit Uncrewed Missions, also quasi, indem ihr nicht mit einer Crew unterwegs seid, sondern eine Probe durchlandet. Also hier ist das Objective dann Land Probes in three different Biomes on the Mann. Also ihr müsst eine Probe, einen Satelliten, eine Drohne, einen Rover, irgendwas elektronisch gesteuertes, auf drei verschiedenen Biomen auf dem Mann landen. Auch hier gibt es wieder 400% plus Funds für alles, was in Richtung Mann geht, und 80% Funds Abzug auf alles andere. Und auch hier gibt es wieder drakonische Strafen, wenn ihr das anders macht. So, hier gibt es noch zusätzlich dann in jeweils beiden Zweigen ein Special-Ding, beziehungsweise Yol ist nicht ganz so special, aber Yol ist in dem Sinne special, dass ihr halt alle Monde abgrasen müsst. Und nicht nur Yol, weil auf Yol könnt ihr natürlich nicht landen. Und hier gibt es noch die Impactor-Probes. Eine Impactor-Probe, falls ihr den Begriff kennt, sind Probes, die mit Absicht gecrashed werden. Das heißt, hier wäre der Vertrag, dass ihr drei verschiedene Celestial Bodies, also zum Beispiel den Minmus, Mann und, keine Ahnung, Duna oder so nehmt, und auf jeden eine Probe draufklatscht, also so, dass sie quasi beim Aufschlag zerstört wird.
Das sind Impactor-Probes. Das gab es auch wirklich in, oder gibt es auch immer wieder mal, aber gab es vor allen Dingen auch am Anfang sehr viel, als man eben noch nicht so gut mit den Probes viel machen konnte und die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten war, dass man halt einfach gesagt hat, naja, dann knallen wir halt so ein Ding erstmal auf den Mond drauf. Daraus lernen wir immer noch mehr, als wenn wir gar nicht landen können. Und es gibt noch die Planetary Flybys. Und hier ist dann quasi das Ziel, einen Flyby an drei Planeten zu machen und so viele Monde wie möglich. Ich weiß nicht, wie sich so viele Monde wie möglich auswirkt. Das müsste man dann mal ausprobieren. Aber das würde jetzt ein bisschen über unser Modding-Mittwoch hinausgehen. So, das zu diesen beiden speziellen Geschichten, das sind quasi so eine Art zusätzliche Verträge, so Meta-Verträge, große Verträge, die über euren normalen Verträgen liegen, draufgeschaltet werden. Und dann gibt es eben die Strategies, die ihr auch schon kennt. Die sind natürlich deutlich weniger detailliert in normalen Kerbal Space Program. Und ich fange jetzt einfach mal bei Finances an. Das Erste, was ihr machen könnt, ist quasi Geld investieren, um bessere Astronauten zu bekommen. Das heißt, ihr könnt jetzt sagen, okay, es kostet mich 100% mehr, also quasi das Doppelte, einen Kerbal zu rekrutieren. Und dafür ist er schon auf Level 1. Nächstes Level ist dann Level 2 und 200% Funds. Und 3 logischerweise Level 3 und kostet dann 400% Funds. Also immer das Doppelte von den Hiring-Kosten, die ihr sonst habt. Falls es euch noch nie aufgefallen ist, wenn ihr neue Kerbals im Administration Building, nee, im Astronaut Center, Astronaut Complex heißt es, glaube ich, rekrutiert, das kostet Geld. Und so wird es halt schlicht und ergreifend teurer. Massive Scale Launches ist dafür da, wenn ihr ganz gerne riesen Raketen baut, dann könnt ihr euch hier quasi einen Vertrag annehmen, der euch jedes Mal 40.000 Funds gibt, wenn ihr den Orbit mit einem Gefährt erreicht, das mindestens 20 Tonnen wiegt. Gibt es dann auch noch mit 75 Tonnen, gibt es dann auch mal mit 250 Tonnen. Ja. Und der schöne Nebeneffekt ist hier noch, Facility Repairs are free, weil ihr wahrscheinlich euer Launchpad damit kaputt macht. Kleiner Randkommentar. So, dann gibt es die Contract Slot Machine, das ist so ein bisschen Contract-Glücksspiel. Die hat einen ganz schönen Vorteil, und zwar, wie ihr seht, ist überall, es nimmt den Reputation Loss weg, wenn ihr Verträge ablehnt. Das heißt, normalerweise verliert ihr Reputation, wenn ihr einen Vertrag ablehnt, ohne ihn zu erledigen. Das wird hier entfernt. Dafür werden aber die Rewards und Penalties, die auf dem Vertrag drauf sind, zufällig um 50% erhöht oder gesenkt. Kann gut sein, kann auch total beschissen sein. Slot Machine, also halt quasi Glücksspiel. Je höher ihr das wiederholt, umso stärker sind die Auswirkungen auf eure Verträge. Soviel zum Thema Finances. Also das sind die neuen Strategien, die euch das Mod dann bietet im Bereich Finances. Im Bereich Science gibt es To Boldly Go in 1, 2 und 3. Das sind jeweils einfach die verschiedenen Stufen. Ihr bekommt hier Funds, wenn ihr Science recovered oder übertragt, von einem Biom, an dem ihr schlicht und ergreifend noch nicht wart. Also neues Biom ist immer eins, das ihr noch nicht besucht habt. Wenn ihr das erste Mal also Wissenschaftspunkte übertragt, was weiß ich, von dem Biom Polar Cap vom Mann, dann kriegt ihr beim ersten Mal dafür 15.000 Funds. Wenn ihr dann noch da landet und irgendwas einsammelt, dann nichts mehr, weil es ist immer nur das erste Mal, wenn ihr Science von einem neuen Biom, bei dem ihr noch gar nicht wart, übertragt. Im nächsten Level gleicher Bonus, nur, also gleicher Bonus, nur halt höher. Und ihr bekommt nochmal 100.000 Funds, wenn Science Transmitted and Recovered from New Celestial Body. Also wenn ihr das erste Mal irgendwo hinfliegt, bekommt ihr nochmal 100.000 Funds. 100.000 Funds. 100.000 Kerbel-Dollar nennen wir sie auch liebevoll. Es ist relativ schwierig, hier nicht zwischen Englisch und Deutsch hin und her zu switchen. Ich entschuldige mich dafür. Und in der letzten Ausprägung bekommt ihr auch diese Bonis nochmal ein bisschen höher und das Doppelte an Kerbal-Dollars für jeden Milestone, den ihr erreicht, für andere Celestial Bodies als Kerbin. Also zum Beispiel sowas wie, ich glaube, Discover Duna oder sowas gibt es, wo man halt hinfliegen muss, einen Orbit kriegen muss, Science übertragen muss und landen muss. Also wenn ihr so einen Milestone dann quasi erreicht an Duna oder den Milestone docke das erste Mal im Duna-Orbit irgendwas, gibt es 100% obendrauf. So. Die Probe Frenzy. Ja, die Probe Frenzy ist quasi eine Fixierung eures Raumfahrtprogramms auf Probes. Was passiert ist, ihr bekommt 4% mehr Science von
Probes, also von unbemannten Raumschiffen. Und dafür kostet der Start von bemannten Raumschiffen schlicht und ergreifend das Doppelte. Einfacher Tausch. Also, bemannte Raumfahrt wird sehr teuer, dafür geben euch Probes mehr Science. In der nächsten Stufe sind es schon 8% Science Probe Transmissions und 12%, wenn ihr die Probe recovert. Immer noch Verdopplung der Kosten für bemannte Raumfahrt. Und in der nächsten Stufe immer noch Verdopplung der Kosten, aber ihr habt 12% Science Bonus auf Probe Transmissions, ihr habt 20% Science Bonus auf Probe Recovery. Die Hälfte, ja, 50% Funds gibt es obendrauf für Uncrewed Milestones, also irgendwelche Sachen, die ihr eben erreicht, indem ihr es Uncrewed macht. Und 20% Science nochmal obendrauf für Uncrewed Milestones, weil diese Milestones ja teilweise auch Science geben. Also eine Ausrichtung sehr stark auf Probes. Dann hiermit noch die Local Science. Da dreht es sich um all die lustigen Dinge, die ihr erforschen könnt auf dem Kerbal Space Center. Es gibt ja einige Biome auf dem Kerbal Space Center. Ihr könnt natürlich immer alles an wissenschaftlichem Gerät und EVAs und Bodenproben, was ihr so macht, auch am Kerbal Space Center machen. Und in den Dingern hier gibt es halt erstmal Bonus nur für das Kerbal Space Center Science. Dann erhöht sich das natürlich und ihr bekommt Kerbin Science mit dazu. Also ihr könnt dann auch das Space Center verlassen. Und ja, cool. Ihr bekommt dann sogar noch einen Rabatt quasi auf die Freischaltungskosten. Das heißt, wenn ihr irgendwie 100 Punkte bezahlen müsst, bekommt ihr halt 2 Punkte zurück nachher. So viel zum Science Tree. So, ihr merkt schon, relativ umfangreich geworden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein langer Modding-Mittwoch wird, aber das Mod ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich, dafür, dass nicht ein Bauteil drin ist. Public Relations. Also, es gibt Stagnated Research. Das heißt, es geht davon aus, dass ihr ganz viele technikfeindliche Kerbals auf dem Planeten habt und ihr möchtet nicht, dass die euch den Kerbin Spaceport abbrennen. Deshalb könnt ihr die Stagnated Research, also verzögerte Forschung quasi Strategie anschalten, die eure Reputation erhöht auf den Contract Rewards und im Gegenzug die Research-Kosten verdoppelt. Also wenn ihr für eine Node vorher 100 Science-Punkte bezahlt habt, kostet der dann halt 200. Dafür bekommt ihr eben mehr Reputation. Das Ganze steigert sich dann natürlich nochmal hier auf 12 12 Reputationsbonus und zu guter Letzt auf 18 Reputationsbonus, während die Verzögerung immer gleich bleibt. So, jetzt mein persönlicher Favorit übrigens von allen Strategien: kostenlose Eiscreme. Beste Idee ever. Die Idee ist einfach, kostenlose Eiscreme am Space Center zu verteilen, um damit ja, quasi Reputationspunkte zu sammeln. Das Ganze kostet euch in Stufe 1 5000 Kerbal-Dollar jede 30 Tage und gibt euch 2,5 Reputation bis zum Maximum von 250 Reputation jede 30 Tage. Die Reputation, die ihr dadurch bekommen habt, geht aber verloren, wenn ihr die Strategie deaktivieren solltet. So, jetzt könnt ihr natürlich dann noch sagen, so: Mehr Eiscreme, ja, also noch mehr Eiscreme, mehr Funds, mehr Reputation. Und ihr bekommt noch einen plus 200% für alle Rewards für Asset Recovery Contracts. Also, wenn ihr irgendwelche Dinge zurückholen sollt, so irgendwelche Scraps oder sowas, dann bekommt ihr darauf nochmal 200% Bonus. Und last but not least, meine Favorite, allein schon, weil das ist Minmus-Eiscreme, auf jeden Fall Minmus-Eiscreme, von der Farbe her. Strategie. Hier nochmal die Bonis, alle nochmal höher und die Kerbals, die ihr anheuert, kosten nur noch 25% dessen, was sie normalerweise kosten würden. Ja, weil ihr sie natürlich mit der besten Eiscreme überhaupt überzeugt. Ist völlig logisch. Also super witzige Elemente auch teilweise mit drin. Dann gibt es noch den Media Circus. Den könnt ihr erst aktivieren, wenn euer Reputationslevel eine gewisse Höhe erreicht hat. In dem Falle 125 Punkte. Und was es macht: Eure Startkosten werden deutlich teurer, weil ihr müsst ja die ganze Presse bezahlen, ne? Überall Kameras, alles wird berichtet. Aber ihr bekommt 20% plus, wenn ihr das Vessel sauber, 20% sag ich schon, 20 zusätzliche Reputationspunkte, wenn ihr die Vessel sauber wieder recovert,
nach der Rückkehr. Ihr verliert allerdings auch 25 zusätzliche Reputationspunkte, wenn ihr das Raumschiff verliert, weil die Presse natürlich aufmerksam ist. Also eine sehr coole Strategie, wenn ihr wisst, dass ihr so wie ich zum Beispiel niemals Fehler macht. Ich spart euch bitte die Kommentare, ich weiß, dass ich Fehler mache. Aber wenn ihr wisst, okay, das ist ein relativ sicheres Ding und ich kann das gut, könnt ihr damit natürlich sehr schnell Reputation aufbauen. Hier gibt es das Ganze nochmal in deutlich stärkeren Ausprägungen und ihr bekommt dann auch noch Reputation, wenn ihr Facilities upgradet, also Gebäude upgradet auf die nächste Stufe. Bekommt aber auch Reputation abgezogen, wenn ihr zum Beispiel euer Launchpad kaputt macht mit einem schlechten Start. Und in der allergrößten Ausprägung gehen die Bonis nochmal hoch. Und eure Kerbals, die von der Oberfläche anderer Planeten oder Celestial Bodies halt im Allgemeinen, also auf Monde zurückkommen, kriegen Bonuserfahrung dadurch. Auch ganz cool. So, und jetzt gibt es noch einen letzten Zweig und dann sind wir auch schon durch, nämlich Gaskerman mit Operations. Hier könnt ihr euch entweder auf Piloten, auf Engineers oder auf Scientists fokussieren. Logischerweise schließt das eine immer das andere aus. Das heißt, ihr müsst sagen, ich mache einen Pilot-Fokus, einen Engineer-Fokus oder einen Scientist-Fokus. Ihr könnt nicht alles, also ihr dürft keine zwei Sachen gleichzeitig aktiv haben. Bei Piloten ist es so, dass ihr 50% Bonus erstmal in der ersten Stufe bekommt auf Tourismusverträge, wenn sie von einem Piloten geflogen werden. Erhöht sich dann auf 100 und alle Piloten funktionieren so, als ob sie ein Level mehr Erfahrung hätten. Das heißt, habt ihr einen frischen Pilot Stufe 0, hat der quasi schon die Manöver freigeschaltet, die er auf Level 1 hätte. Und im letzten Level-Ausprägung habt ihr dann nochmal einen verdoppelten Bonus für Touristenverträge und eure Piloten kriegen zwei Bonus-Level drauf. Und die Engine-ISP, also die Leistungsfähigkeit der Antriebe, verbessert sich um 2,5%, wenn Piloten an Bord sind, weil die natürlich super gut sind und so treibstoffsparend fliegen, dass das super, super tausendfach effektiv ist. Dann den Engineer-Fokus. Mit Engineer-Fokus geht es natürlich eher in eine technische Richtung. Das heißt, ihr kriegt 50% Bonus auf Satelliten und Station-Contracts. Also alles, was irgendwie heißt, stationieren Orbit, Satelliten in diesem Orbit, bauen eine Station dahin. Wenn ein Engineer da an der Mission teilnimmt, bekommt ihr 50% Bonus obendrauf auf die Rewards. Und zwar auf alle Rewards, ganz wichtig, ne? Auch was hier steht. Rewards ist nicht nur die Kohle, das ist auch Science, das ist auch Reputation. Das gilt immer für alles, wenn da Rewards steht. Im nächsten Stufending verdoppelt sich das hier wieder und alle Engineers kriegen diesen einen Stufenbonus, also wie bei den Piloten auch. Und im letzten verdoppelt sich es nochmal, hier kriegt ihr zwei Bonus drauf. Und die Fallschirme sind 10% effektiver, wenn ein Engineer an Bord ist, auch sehr cool. Die Stärke der Struts wird um 50% erhöht, wenn ein Engineer an Bord ist. Und der Reaction Wheel Torque, also das, was quasi, wenn ihr hier SAS-Systeme und sowas anbaut und was auch die Kapseln haben, verstärkt sich um 50% die Wirkung davon, wenn ein Engineer on board ist. Also auch sehr, sehr stark in der dritten Stufe. Und last but not least gibt es natürlich noch die Scientists. Und der Scientist-Fokus gibt uns erstmal 50% Bonus auf alle Rewards, wenn wir Survey-Contracts machen. Also diese Dinger mit flieg 1000 Meter drüber und machen Crew Report, diese Dinger. Oder ich glaube, Temperature Surveys müssten da auch mit reinzählen. Also alles, wo Survey hintersteht. Im nächsten Level verdoppelt sich logischerweise der Bonus und die Scientists verhalten sich so, als ob sie ein Level mehr Experience hätten. Also geben sie 5% mehr Bonus auf eure Wissenschaftspunkte. Und im letzten Level verdoppelt sich der Bonus, 2 Level Bonus obendrauf. Und ihr bekommt plus 20% to Fieldwork, when a Scientist is present. Und zwar ist es so, ihr habt ja dieses Fieldwork, ist, wenn ihr im Labor diese Sachen umwandelt, also wenn ihr die Forschungsergebnisse reinsteckt. Das müsste die Fieldwork sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wie schnell daraus Science wird. Wenn es das nicht ist, dann ist es das Übertragen von Ergebnissen über Funk, weil es ist ja nicht alles verlustfrei. Also es ist entweder das mit dem Labor oder das mit dem Übertragenabzug. Da bin ich mir nicht ganz sicher, das müsste ich selber ausprobieren, aber dafür müsste ich erst eine Karriere so weit hochspielen. Habe ich im Moment jetzt weder Zeit noch Lust drauf, aber das Mod an sich sehr, sehr, sehr genial. Ist letzte Woche Mittwoch in den Release gegangen, also kann man jetzt runterladen. Es hat ein paar Prerequisites, die sind überschaubar, steht aber unten alles mit drin. Also ihr braucht den Contract Configurator, das Custom Barn Kit und den Module Manager. Ich habe die mal alle schnell runtergeladen, das waren alles sehr kleine Mods, ging sehr schnell.
Ja, probiert's einfach mal aus. Ich glaube, das kann dem Spiel nochmal eine ganz neue Tiefe, gerade im Karrieremodus geben. Beziehungsweise ist es halt ganz klar auf den Karrieremodus ausgerichtet. Ich werde es mir auf jeden Fall, wenn ich mal eine neue Karriere anfange mit irgendwelchem Modding, glaube ich auch mal zu Gemüte führen. Das sieht relativ interessant aus. Und jetzt habt ihr endlich mal den großen, großen Knopf, um euer eigenes Apollo-Programm zu starten. Viel Spaß beim Ausprobieren von Strategia oder Strategia. Oder Strategia. Mein Name ist Robert und tschüss.